Herzlich willkommen zum heutigen, zum ersten der heutigen beiden Leitfäden mit dem Titel Leitfaden zur eigenen Datensicherung. Ja, Datensicherung dürfte eben klar sein, was das ist. Das ist also einfach ja die Sicherung der eigenen NetXP-freien Datenbank. Keine Angst, denn die NetXP-freien Datenbank wird natürlich auch von uns hier gesichert. Also NetXP selbst sichert natürlich ebenfalls zweistündig eben alle Datenbanken aller Vereine. Aber zusätzlich können Sie eben mit dem Backup-Client auch eine eigene Datensicherung machen. Dann muss man eben nicht vielleicht bei der Support-Hotline anrufen, wenn ich eventuell ein Mitglied aus Versehen gelöscht habe oder ich habe eine Vorlage aus Versehen gelöscht oder ähnliches. Da muss man also dann eventuell hier nicht anrufen, sondern man kann sich eben das Ganze eben auch selbst wiederherstellen. Auch ist eine deutliche Vergünstigung des Online-Speichers geplant. Denn der ist ja momentan noch relativ kostspielig, sage ich jetzt mal, soll aber geändert werden, sodass dieser Online-Speicher wesentlich günstiger wird, wenn der Verein seine eigenen Dateien selbst sichert. Diesen Backup-Client oder diesen Datensicherungsklienten, den wir uns jetzt anschauen, den gibt es übrigens schon eine ganze Weile. Also den gibt es schon fast 2 Jahre, wird aber ein bisschen stiefmütterlich von den Vereinen behandelt, weil die meisten Leute nicht wissen, dass es so etwas gibt. Wo finden wir denn diesen Datensicherungsclient? Wir finden diesen Datensicherungsclient immer hier unten, also NetXP-Verein, egal wo, finden wir den hier unten in Form eines Bildschirms mit einem A drin. Und wenn wir da draufklicken, dann öffnet sich also tatsächlich ein neues Fenster, also es ist tatsächlich ein eigenes Programm. Und mit diesem NetXP-Freien Backup-Client kann ich dann eben diese Backups erstellen. Folgendes ist hier aber relativ wichtig, ich mache jetzt den hier nochmal zu. Nicht jeder im Verein darf solche Backups erstellen. Der Vereinsadmin muss dem Benutzer die Erstellung dieser Backups erstmal freigeben. Wo macht er das? Das macht er im entsprechenden Benutzer. Also ich habe jetzt hier meine ganze Benutzerliste meines Testvereins. Im entsprechenden Benutzer gibt es also hier unten noch die Möglichkeit Backup und Datensicherung. Benutzer darf Backups erstellen. Wenn das hier nicht angehakt ist, darf er das auch nicht machen. Und zwar hat es einen ganz einfachen Hintergrund. Diese Datensicherung, dieses Backup, das umfasst immer die gesamte Datenbank. Das heißt, alle Daten, die eben der Verein besitzt, sage ich jetzt mal, werden dann auf dem entsprechenden oder werden von dem entsprechenden Benutzer gesichert. Brauchen Sie aber auch keine Angst wiederum zu haben, dass der jetzt irgendwie auf nicht für ihn vorgesehene Daten zugreifen kann, denn diese Datensicherung liegt nur verschlüsselt vor. Das heißt, es wird also im Endeffekt eine Art Sicherheitsschale außenrum gebaut, so dass auch jemand, der Datensicherung erstellen darf, direkt physikalisch in diese Datensicherung nicht Einblick nehmen kann. Blöd ist aber nur das, denn er kann natürlich Sachen zurückspielen. Das heißt also, wenn ich jetzt beispielsweise 10 Mitglieder aufnehme und irgendeiner, nur weil er es kann, dann ein Backup zurückspielt mit allen Mitgliedern, dann würden ja diese 10 neuen Mitglieder eben verschwinden. Und deshalb muss man das eben bei den Benutzern separat freischalten, dass eben hier kein Unfug getrieben werden kann. Der Administrator an sich, der hat immer das Recht, Backups zu erstellen. Also der hat dieses Recht von Haus aus gegeben, sage ich jetzt mal. Okay, also das ist nur sehr wichtig. So, dann schauen wir uns mal diesen Backup-Client an. Ich sage jetzt mal, neues Backup erstellen oder neuen Backup-Job oder ja, neuen Sicherungsjob. Es startet ein Assistent, NetXP-Verein. Mit diesem Assistenten können Sie die Daten von NetXP-Verein auf Ihrem Rechner sichern. Das heißt, also auf Ihrem persönlichen eigenen Rechner oder wenn Sie vielleicht ein NAS haben, so ein Network Attached Storage vielleicht im Haus, dann auf dem. Natürlich geht auch, wo ich das jetzt gar nicht so gern sage, man kann natürlich auch diese Backups in die Cloud stellen, also in so einen Zentralspeicher bei ja, unterschiedlichsten Anbietern wie Dropbox oder sonst irgendwas. Also, ich beginne mal. Weiter. Und jetzt kommt schon mal das Allerwichtigste. Geben Sie ein Passwort ein, um das Backup zu schützen. Das Passwort wird im Falle eines Zurücksicherns benötigt. Stellen Sie sicher, dass es nicht verloren geht. Sollte das Passwort verloren gehen, ist Ihre Datensicherung nicht wiederherstellbar. Das bedeutet, ich muss hier ein Passwort vergeben. Wenn ich dieses Passwort verliere, dann habe ich von mir aus 20 Jahre Datensicherung betrieben. Ich kann das aber nicht mehr zurückspielen.
Denn dieses Passwort stellt die Verschlüsselung dar. Also ohne dass ich den Schlüssel für diese Datensicherung habe, kann ich das nicht, also kann ich das nicht mehr wiederherstellen. Ich kann zwar die Daten sichern, ich kann sie aber dann später nicht mehr wiederherstellen. Ich vergebe jetzt mal ein sehr einfaches Passwort, also mindestens 4 Zeichen sollte das Passwort haben. Natürlich in dem Fall je mehr, je besser, und Sie sehen es also auch hier hinten, ist das Ganze entweder schwach oder sehr stark. Aber mir reicht jetzt mal, ehrlich gesagt, das Schwache. So, und jetzt sind wir eben genau an dem Punkt, den ich eben vorher erwähnt habe, innerhalb der Benutzereinstellung, denn hier kann ich jetzt oder muss ich jetzt den entsprechenden Benutzer angeben, der eben hier unten diesen Haken Backup und Datensicherung erlaubt gesetzt hat. Wie vorher schon erwähnt, der Administrator des Vereins hat dieses Recht von Hause aus. Ich gebe jetzt mal hier mein Admin-Passwort ein, das ist das ganz normale Admin-Passwort von NetXP-Verein. Und dann eben meine Vereins-ID. Eine sehr häufig gestellte Frage übrigens in Bezug auf dieses Backup ist, können wir im Verein, also haben oder können wir im Verein mehrere Benutzer haben, die dieses Backup ziehen? Ja, natürlich. Theoretisch ist es möglich, dass jeder ihrer angelegten Benutzer das Recht erhält, ein Backup zu ziehen. Und die entsprechenden Benutzer würden dann diese Datensicherungen eben wieder auf ihren eigenen Rechnern zu Hause ablegen. Sie brauchen auch keine Angst zu haben, dass auf dieses Backup im Falle einer Cyberattacke eben hier jemand Zugriff nehmen könnte, denn wie gesagt, diese Backups sind mit dem vorher vergebenen Passwort verschlüsselt. So. Ich glaube, soweit klar. Eine Frage. Ja. Wenn die anderen Benutzer auch dieses Recht haben, jetzt Backup zu erstellen, die machen ein eigenes Passwort, dann ist das wird auf jedem einzelnen Rechner anders verschlüsselt, oder? Ja, genau, richtig. Also das muss nicht jeder Benutzer vergibt dann sein eigenes Passwort. Das ist klar, das muss nicht ein einziges, sondern das heißt auch, dass wenn man jetzt gesagt hat, nach 20 Jahren die Sicherung weg ist, dass man vielleicht doch 2, 3 Leute haben sollte, die sichern können. Ja. Einfach aus dem Grunde, weil es gibt ja mal einen Wechsel auch vom Admin, sag ich mal. Ja, natürlich, ganz klar. Und ich bin ja auch inzwischen ein absoluter Fan von sogenannten Vereinsübergabeprotokollen. Das heißt also, wenn ein Funktionär aufhört, dass eben dann der neue Funktionär entsprechend eingewiesen wird. Und solche Sachen sollten dann eben in diesem Übergabeprotokoll zwingend mit dabei sein, sage ich jetzt mal. Okay, also natürlich, wie gesagt, ist es nicht gefährlich für Ihre Daten im aktuellen Stand, denn wir haben ja auch ein Backup. Also selbst wenn dann dieses Passwort verloren werden würde, wir haben also auch ein Kurz- und Long-Term-Backup, das heißt also auch, wir könnten dann die Daten wiederherstellen, was aber dann eben mit einem sehr hohen Aufwand verbunden ist. Und mit Kosten vermute ich mal. Nein, noch nicht. Also das wird auch wahrscheinlich nicht kommen, weil wenn alle brav hier Backup machen, dann wird das andere auch nie was kosten. Problematisch ist das, wenn wir natürlich am Tag 50, 60 Vereine zurückspielen müssen, denn da sind 3 Leute praktisch darauf beschäftigt. Eine andere Frage ist, es gibt jetzt 3 Leute, die ein Backup machen oder sonst irgendwo sowas. Da geht irgendwie was in die Hose. Jetzt wird aber nicht das letztmögliche aktuelle Backup eingespielt, sondern eins von vor 3 Wochen oder vom halben Jahr. Ja. Könnt ihr das kontrollieren oder wie sieht das bei euch aus? Das ist nicht das letzte oder ist das egal, was eingespielt wird an der Stelle? Es ist egal, was eingespielt wird. Es ist egal, aber die Daten, wenn jetzt ein halbes Jahr dazwischen sind, können die Daten, die Änderungsdaten, die dazwischen laufen, ja weg sein, oder nicht? Die sind weg, ja klar. Die sind weg. Also es ist kein additionales Backup, sondern es ist halt wirklich eben, aber das schauen wir uns auch nicht mehr an dann später. Dann lachen, also lassen Sie sich überraschen, das ist ganz einfach eigentlich. Also ich klicke. Ich wollte nur fragen, also dass ihr habt keine Kontrolle, ob das letzte aktuell gezogene Backup ist. Das habt ihr nicht. Das wisst man nicht, ne? Weil das ist ja eben auf diesem Rechner des entsprechenden Funktionärs abgelegt. Ja, klar, okay, das ist gut. Genau. Also Benutzername Admin, Passwort Vereins-ID, Sie wurden erfolgreich angemeldet. Okay, also das muss ich nur prüfen, ob diese Zugangsdaten auch wirklich passen. Weiter. So, jetzt kann ich mir ein Zielverzeichnis angeben, also wo auf meinem PC eben die Backups abgespeichert werden sollen. Das mache ich jetzt mal in diesen Importordner rein, das ist egal. Und ich gebe einen Aufbewahrungszeitraum an. Das heißt, es steht eigentlich ganz gut hier, mit Hilfe der Aufbewahrungsfrist können Sie festlegen, dass Backups nach bestimmten Regeln automatisch gelöscht werden. Das hilft Ihnen, Speicherplatz zu sparen. 30 Tage sind hier vorgesehen, das heißt, dieser Backup-Prozess später, der findet dann automatisch zum Beispiel jeden Tag statt.
Und ich kann jetzt schon einstellen, dass ich nach einem täglichen Backup eben, dass nach 30 Tagen hinten die Daten gelöscht werden, um für den nächsten Tag wieder Platz zu haben. Das heißt, wenn es hier 30 Tage eingestellt ist, kann ich immer 30 Tage jede Änderung rückwirkend einstellen. Ich kann aber hier natürlich auch genauso 365 einstellen. Das liegt daran, wie viel Platz Sie eben auf Ihrem Rechner haben. Und brauchen Sie auch keine Angst haben, so eine NetXP-Freien-Datenbank, das sehen wir zwar auch gleich, die ist nicht groß. Also das ist in einem modernen Rechner überhaupt nicht das geringste Problem. Gut, Aufbewahrungszeitraum 365 Tage. Und jetzt kann ich eben eine Aufgabe planen. Das bedeutet, nicht ich muss diese Datensicherung jedes Mal manuell starten, sondern ich kann diese Datensicherung automatisieren. Und das funktioniert ebenfalls folgendermaßen. Also erstmal lassen Sie mal bitte immer diese 120 Minuten da oben stehen. Das heißt, sollte sich Ihr Rechner aufhängen, beendet der nach 120 Minuten automatisch die Datensicherung. Sie können jetzt zum Beispiel einstellen, täglich ab Startdatum, um welche Uhrzeit die Datensicherung durchgeführt werden soll, Wiederholung alle 1 Tage, das bedeutet jeden Tag, in meinem Fall um 23.59 Uhr. Sie können auch auf wöchentlich umschalten und zum Beispiel sagen, ich will am Montag, am Donnerstag und am Samstag das Ganze machen. Also wie man will. Und ich auch nicht jede Woche, sondern zum Beispiel jede zweite Woche. Also das, wie gesagt, hier die Einstellungen sollten reichen. Wichtig ist natürlich, dass an diesen entsprechenden Tagen oder Uhrzeiten Ihr PC läuft. Denn wenn der immer um 23.59 Uhr ausgeschaltet ist, kann der natürlich niemals ein Update machen, Backup machen, das ist ganz klar. Oder? Also der holt keine Backups nach. Der kann keine Backups nachholen. Der nimmt die Datenbank immer so, wie sie jetzt ist. Ach so, Sie meinen, wenn ich den das nächste Mal einschalte, dass er es dann macht? Ja. Nein, das geht leider nicht. Das geht aus technischen Gründen nicht. Das kann leider nur Microsoft. Die haben sich da selber freigeschaltet. Okay, ich sage jetzt mal täglich, jeden Tag um 23.59 Uhr. Dann weiter. Jetzt muss ich, weil ich auf meinem, ich habe ja natürlich, ich bin hier auf einem Firmenrechner und dieser Prozess hier hinten, der braucht natürlich die Berechtigung, auf meinem PC zu speichern. Wenn Sie sich an Ihrem PC anmelden müssen mit Benutzername und Passwort, dann steht Ihr Benutzername sowieso automatisch hier oben drin. Wenn Sie Ihren PC einschalten und damit Sie die Arbeit beginnen können, müssen Sie ein Passwort eingeben, dann müssen Sie dieses Passwort hier ebenfalls setzen. So, dann muss dieses Passwort gesetzt werden, denn sonst kann sich dieser Prozess nicht zur Sicherung anmelden. Wenn Sie Ihren PC einschalten und ohne Passworteingabe kommen Sie eben auf den Desktop, dann müssen Sie hier nichts angeben. Okay, soweit? Ja. Okay, so, machen wir weiter. So, und jetzt ist er fertig. Das heißt also, um den Vorgang abzuschließen, klicken Sie auf Fertig. Jetzt will ja eins, und zwar war das ja eine Idee für uns, bitte drucken oder speichern Sie sich diese Zusammenfassung. Zeige ich Ihnen mal ganz kurz, wie dieses Ding ausschaut. Genau. Das schaut so aus. Das heißt also, ist extra ein separater von uns freigeschalteter oder eingerichteter Bericht. Das hier ist dieses Verschlüsselungspasswort, das bei mir schwach war. Eben diese Verschlüsselung der Datensicherung. Ich habe gesagt, das ist ein sehr einfaches 1, 2, 3, 4. Automatische Sicherung. Wo wird hingesichert? Und es ist eben hier auch nochmal ganz genau vermerkt, dass Sie unbedingt auf dieses Passwort aufpassen müssen. Diesen Zettel kann man sich natürlich abheften. Deswegen haben wir den genauso gemacht. Okay? Ja. So. Das Backup läuft nun. Und ich will das jetzt mal beschleunigen. Also das heißt, ich will jetzt mal nicht erst warten, sage ich jetzt mal, bis 23.59 Uhr. Und das kann ich also auch beschleunigen, indem ich also auf Backup erstellen klicke. Ich brauche nichts machen. Das macht er jetzt alles von ganz alleine. Das heißt, er meldet sich an, sichert die Datenbank. Beim ersten Mal dauert das natürlich ein bisschen, ist klar, ich muss jetzt mal die ganzen Daten ziehen. Also ich brauche nichts machen, ich habe keine Maus, keine Tastatur in der Hand, nichts.
Also bei meine, schauen Sie mal, bei meinen 450 Mitgliedern haben wir 7,76 MB. Also das ist wirklich nichts. Also witzlos. Dann sichert er die ganzen Rechnungsdokumente. Das sind einige bei mir, weil ich habe sehr viele, ja, wie soll man sagen, sehr viele Beitragsrechnungen schon hinterlegt. Dann werden die Vorlagen gesichert, das heißt also unter Kommunikation Vorlagen können wir ja eben unsere ganzen ja, Vereinsvorlagen ablegen, die wir dann eben per Mail verschicken oder eben auch ausdrucken können. Die sichert er natürlich ganz genauso. Dann werden die Designs gesichert, das heißt die eigen erstellten Mitgliedermasken oder Masken innerhalb der Mitgliederverwaltung. Schlussendlich synchronisiere dann nochmal die Daten, ob nicht in der Zwischenzeit eventuell ein anderer Benutzer noch Änderungen vorgenommen hat. Und wenn er dann hier fertig ist, meldet er sich ab und dieser Backup und dieses Backup ist erstellt. So, Sie sehen, alles fertig. Das ist das erste Mal erstellt worden. Und Sie sehen also auch hier dann innerhalb dieses Fensters, 947 Testverein ist hier gespeichert, Automatik ein, letztes Backup heute um 17.52 Uhr. Ich zeige Ihnen jetzt mal ganz kurz, wo wir dieses Backup finden oder wie das aussieht. Dieses Backup sieht so aus, da ist also ein Ordner erstellt, 947. Und hier befinden sich eben dann entsprechende die Datenbank, die Designs, die Rechnungen, Logdateien, Vorlagen und der gesamte Webabspeicher. Also alles das zieht er runter, also auch diese eigenen Dateien. Und bei mir hat das Ganze insgesamt eine Größe von 50 MB. Und wenn ich jetzt mal rechne, 50 MB mal 365, dann komme ich auf 18,250 Gigabyte. Wenn ich davon ausgehe, dass eine normale, moderne Festplatte ungefähr 1 Terabyte hat, dann kann ich da Jahrzehnte drauf sichern. Okay? Ja, ja. Genau. Und ich zeige Ihnen auch noch mal ganz kurz, schauen Sie, man kann hier nicht darauf zugreifen. Komm. Also das ist jetzt dieses Gezippte, das ist die Datenbank. Und wenn ich hier drauf zugreifen will, dann muss ich eben das Passwort eingeben. Und ich habe, also selbst das von mir 1, 2, 3, 4 vergebene Passwort, dann würde die Datenbank so ausschauen und das hier wäre wiederum verschlüsselt. Also das ist auch wieder nicht lesbar, sondern nochmal verschlüsselt. Das heißt, also selbst wenn ich dieses Backup-Passwort habe, kann ich diese ZIP-Datei nicht öffnen. Das heißt, ich kann die öffnen, aber ich kann nur diese verschlüsselten Dateien sehen. Das heißt, ich habe keine Chance, auf dieses Ding zuzugreifen. Wunderbar soweit, oder? Ja. Was, ich schließe jetzt mal diesen Backup-Client, denn wir müssten natürlich das andere uns auch anschauen. Die Datensicherung ist eins, aber was kann ich denn machen, wenn ich Sachen wiederherstellen will? Und ich gehe jetzt einfach mal her und lösche hier alle meine Dokumente. Entschuldigung, ja, jetzt natürlich alle Dokumente gelöscht, sehen Sie es. Ich gehe jetzt mal her und lösche hier einfach einmal querbeet einige Vorlagen, Spendenquittung, Zusatzbeitrag, Mitgliederversammlung 2014, das lösche ich alles. Und ich wähle mir also noch ein Mitglied aus. Und zwar die Eichwaldtraut, die merken wir uns mal, und die lösche ich auch. Patz, weg damit. Jetzt fällt mir ein, Mensch, ich habe ja noch viele Sachen hier, oder ich habe jetzt aus Versehen was gelöscht, das will ich jetzt wieder herholen. Das heißt also, ich starte wieder diesen Backup-Client, klicke dann eben das entsprechende Backup an, das letzte, sage Sicherung wiederherstellen. Jetzt muss ich mein geheimes, schwaches Passwort angeben, weiter. Und jetzt kann ich mir eben die Datenbank wiederherstellen, Datum zum 16. Ich könnte mir jetzt die Vorlagen wiederherstellen, und zwar genau diese entsprechende Vorlage, also nicht alle, sondern wirklich diese entsprechende. Schauen wir mal, das war dieser Zusatzbeitrag, wenn wir uns wieder erinnern können.
sage jetzt mal Zusatzbeitrag wiederherstellen, weiter, Zusatzbeitrag will ich wiederherstellen, weiter, will ich eine Kopie erstellen, also es könnte ja sein, dass der Zusatzbeitrag, diese Vorlage ja immer noch besteht, aber inzwischen stark verändert wurde, kaputt gemacht wurde. Dann könnte ich mir jetzt aussuchen, will ich eine Kopie erstellen, dann habe ich die momentane und die alte, will ich gar nichts machen oder will ich die momentane überschreiben? Ich sage jetzt mal Kopie erstellen, weiter, weiter. Jetzt meldet er sich an, spielt das Ganze wieder zurück und meldet sich schlussendlich ab. So, also am Schluss ist er dann fertig, das heißt die Wiederherstellung ist gelaufen, weiter und fertigstellen. Schauen wir mal in unseren Verein rein, Vorlagen, und Sie sehen, wir haben einen Zusatzbeitrag, aber hier steht eben ein Datum und eine Uhrzeit dahinter, dass ich weiß, dass das wiederhergestellte Dokument ist. Das glaube ich auch verstanden, weil wir haben ja gesagt, Kopie erstellen. So, ich will jetzt eventuell aber mein Mitglied Eich wieder zurückhaben, das heißt, ich muss mir die Datenbank insgesamt zurückholen. Nehmen wir mal hier, sagen wir wiederherstellen. Ich muss jetzt den Admin nochmal angeben, denn sonst, das ist nur nochmal zusätzliche Sicherheit, dass nicht irgendein, jetzt hätte ich fast gesagt, Herr Wahnsinniger eben die gesamte Mitgliederdatei des Vereins mit einer leeren Datei überschreibt. Also muss er unbedingt, und das muss der Admin-Benutzer sein, da geht kein anderer, wenn man die Datenbank zurückspielen will. So, jetzt mal weiter, weiter, ich will die Datenbank zurückspielen, weiter. Er spielt die Sicherung ein. Das letzte dauert immer ein bisschen, weil er muss dann immer nur eine Überprüfung machen. Dann habe ich weiter und fertigstellen. Wenn ich jetzt auf Mitglieder gehe, dann sehen Sie, dass hier die Yvonne Eich hier ist. Wir haben aber doch die Waltraud Eich gelöscht. Das liegt daran, dass ich natürlich NetXP-Verein jetzt einmal neu starten muss. Denn die Datenbank muss neu geladen werden. Und jetzt ist die Waltraud Eich wieder hier. Und ganz genauso kann ich mir dann eben aus meinem Backup auch wieder meine Masken, also meine entsprechenden Mitgliedermasken und auch, und das ist eben wichtig, meine Online-Dateien eben auch wiederherstellen. Ich kann mir alle meine Mitgliederdateien wiederherstellen, das komplette E-Mail-Archiv oder hier diese ZIP-Datei. Das alles ist möglich, ist überhaupt kein Problem. Würde jetzt ein bisschen etwas länger dauern, deshalb mache ich das jetzt nicht, weil ich ja auch keine eigene Datei gelöscht habe. Also das heißt praktisch, man muss wissen, was gelöscht oder geändert wurde. Das muss man wissen, ja klar. Ja, wenn Sie aber mit 10 Leuten drauf rumfuhrwerken, ist das heftig, ne? Ja, aber wie merken Sie dann das, was gelöscht wurde? Ihnen fehlt ja eventuell ein Mitglied oder Ihnen fehlt eine eigene Vorlage oder eben Ihnen fehlt ein Eintrag in diesen eigenen Dateien. Wissen Sie? Wenn man natürlich nicht weiß, was fehlt, ja dann wird es schwierig. Ja. Also ich konnte auch hier, schauen Sie mal, ich komme ja hier ganz genau diese ein einzelnes PDF aus meinen eigenen Dateien wiederherstellen. Also eine komplette Rücksicherung geht nicht. Doch. Doch. Sie sagen, Datenbank komplett alles, Vorlagen alle, Masken alle, Dateien alle. Aber ich muss jedes einzeln machen. Man muss alles leider einzeln machen, ja, aber also, in so einem Desasterfall, glaube ich, also das dauert, selbst wenn man alles jetzt machen würde, dann würde das keine 20 Minuten dauern. Ja, ja. Okay. Genau. Und das ist eben dieser Backup-Client. Es ist ein Spitzending, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist wirklich ein Spitzending, der funktioniert wie solche. Der ist richtig gut. Was wir jetzt gerade für eine Frage in der Zwischenzeit gehabt haben, wie kann ich mir denn anschauen, was hier alles eingestellt ist? Ja, indem ich hier auf Bearbeiten klicke und dann öffnet sich eben dieses Fenster wieder. Weiter, prüfen, weiter und dann sehe ich, was ich vorher eben hier eingestellt habe. 365 Tage, wo will ich es hinspeichern? Genau, täglich um 23:59 Uhr. Okay. Das hat er bei mir eben nicht gemacht. Warum nicht?
Wollte ich gerade, wollte ich mal sagen, bei Start hat ja noch geklappt, dass ich mache das ja nebenbei jetzt hier weiter. Ja. Dann sagt er weiter, dann sagt er prüfen, das ist auch so weit, habe ich das, prüfen macht er auch noch, weiter. Dann sagt er aber, Moment, mach mal hin hier. Die wurden, jetzt hat er bei Planen, ist alles, macht er Planen automatische Sicherung, das ist nicht, das wird nicht aktiv. Also das Fenster, also Sie müssen ist da nicht oben, aktiv. Dann haben Sie Aufgabe Planen nicht angehackt hier oben. Dann schaut das bei Ihnen so aus, oder? Sie müssen hier oben. Ein Datum durch, ja, nein, schauen Sie mal, Sie müssen hier oben anhaken, Aufgabe planen. Gut. Okay. Gibt es noch weitere aber Fragen? Nee, Moment, okay. Halt. Nee, wenn ich das nochmal. Soll die geplante Aufgabe entfernt werden? Nein. Doch, ich weiß das. Gehen Sie nochmal rein, machen wir weiter. Machen Sie jetzt mal. Ja, ist klar. Okay. Nochmal weiter. Aufgabe planen. Jetzt mal weiter, jetzt mal, nee, das raus bitte. Und das hier raus? Ja. Okay, weiter. Und jetzt weiter. Und dann fertig. Bei mir stand denn nämlich ein Datum, dass er heute sichern wollte. Dass er heute sichern wollte? Ja. Beim letzten Backup, oder wo stand das? Deswegen, das war nämlich, deswegen bin ich eben nicht durcheinander gekommen, weil ich mache mal ab, muss mal von abbrechen. Ich gehe mal von vorne rein. Also bearbeiten, einfach nochmal gucken, was er da macht. Weil bei mir ist das Plan, war das war nicht aktiv, deswegen, das hat mich nämlich gewundert. Okay. Gut, ich kann das jetzt, kann ich nachher nochmal machen. Können wir jetzt auch vielleicht um die anderen Kollegen da nicht. Okay. Also nochmal machen oder sowas. Aber Sie haben gesehen, da ist wirklich nichts dabei. Also selbst die Bedienung ist total einfach und ich bin mir heute noch mal sicherer, dass selbst wenn einer meiner Kollegen eben 10 Mitglieder löscht und ich vielleicht nicht bei der NetXP anrufen will, dann kann ich mir eben diese Datenbank komplett wiederherstellen. Und meistens merkt man ja das relativ schnell. Also übrigens, wenn das jetzt wirklich nur Mitglieder sind, die hergestellt werden müssen, dann würde ich immer bei uns hier anrufen. Denn das ist Sache auf 10 Sekunden, dann ist dieses eine Mitglied wieder hier und dann haben sie auch diese Veränderungsdaten immer noch. Also die Mitglieder, die in der Zwischenzeit eingegeben wurden. Für die Mitglieder würde ich diesen Backup-Client nicht verwenden. Aber ganz wichtig ist er eben für die eigenen Dateien, für die Vorlagen, für die Mitgliedermaske und für diese ganzen Einstellungen. Also für das ist er richtig wichtig. Also praktisch, die Datenbank kann man natürlich komplett wiederherstellen, aber ganz wichtig sind diese eigenen Dateien, sind die Masken und die Vorlagen. Das ist für das gibt es eigentlich vor allen Dingen. Okay. Was kann sein, wenn ich jetzt ein Backup erstellt habe? Ja. Ich schaue mir das jetzt an und möchte das genauso bearbeiten wie Sie und er macht gar nichts. Hat er vielleicht dieses Fenster irgendwo im Hintergrund geöffnet? Nee, ich habe das Fenster da, Backup einrichten. Ich kann nicht auf weiterklicken. Müssen Sie auf, Sekunde, wo sind Sie genau? Also sind jetzt genau hier oder wie? Genau, jawohl, jetzt klicke ich das untere an, jawohl. Ja, und so. Ich möchte bearbeiten. Okay. Ich möchte, ja, dann kommt ja diese Maske bei Ihnen. Oder? Genau. Jawohl, genau. Und bei Ihnen leuchtet und es weiter, bei mir nicht. Läuft es eventuell gerade das Backup? Nee, weil es automatisch ist aus. Das wollte ich nämlich erwarten. Und hier kann man nicht auf Weiter klicken. Jawohl, genau. Ist es genau auf diesem PC eingerichtet worden oder auf dem anderen? Ich denke auf nee, gute Frage, weiß ich nicht. Es ist wahrscheinlich auf dem anderen eingerichtet worden. Dann muss man natürlich erst einmal dieses Backup löschen von dem alten Rechner und muss das dann am neuen nochmal einrichten. Also ich kann das nicht auf diesem Rechner oder auf dem anderen Rechner machen? Doch, sicher. Doch, können schon. Also wenn ich jetzt ganz kurz, ich gehe jetzt mal her und lösche diese Backup. Genau. Ist ja nicht schlimm, gut. Na. Ja. Und sag mal neu. So, jetzt gehe ich auf neu. Jetzt läuft es weiter, ja. Genau, dann war's schon so. Gibt es weitere Fragen? Bin gerade auch noch eine andere Frage. Ich habe jetzt mehrere Vereine hier, ne? Ja. Und wollte gerade beim anderen das einrichten, wo ich das weiß jetzt noch nicht habe, da kommt jetzt aber das Fenster, also im Hintergrund, wo ich schon andere Datensicherung drauf laufen habe. Ja, ist ja klar. Wenn Sie jetzt mehrere Vereine haben, schauen Sie mal, dann das ja. Entscheidet ja praktisch, Sekunde, ich mache jetzt mal ganz schnell hier, mache jetzt mal wieder 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
weiter. Also die tauchen alle, aber das finde ich aber nicht so gut, dass sich von anderen Vereinen da denn irgendwie auch, kann denn jemand anders, dem ich die Berechtigung bei dem einen Verein gebe, auf die Sicherung der anderen Vereine raufkommen, wo er vielleicht kein Mitglied ist? Nein, die Sicherung ist ja nur bei Ihnen gespeichert. Stimmt. Die ist ja nur bei Ihnen gespeichert. Also das ist ja extra für die ja gut, aber viele würden vielleicht eine Sicherung heute oben in den Cloud reinhängen. Was weiß ich, bei OneDrive oder Google. Kann man ja genauso machen, ja sicher. Aber wie gesagt, also, da muss man natürlich... Aber Lehre wieder zugreifen. Ne? Ja, aber Sie haben ja... Das sind richtig, nicht? Sie haben aber das Passwort vergeben. Wissen Sie? Ja. Das ist ja der Witz. Also Sie haben das Passwort vergeben. Schauen Sie, ich habe jetzt nochmal für den ersten was gemacht, für den ersten Datensicherung. Jetzt kann ich für den nächsten Verein noch mehr Datensicherung. Aber das ist ja nur auf meinem PC hier. Gut, ja. Nee, okay, weil ich habe jetzt, klar, weil ich habe jetzt, weil ich für Mary immer das gleiche für mein eigenes Passwort benutze, komme ich dann auch ran und könnte vom anderen Verein sowas auch löschen, das ist auch klar. Gut. Genau, richtig, ja. Also das ist. Ja, das ist, Sekunde, schauen Sie mal, ich möchte einfach nur mal ganz kurz demonstrieren, wenn ich jetzt zum Beispiel mehrere Vereine habe. Es häufen sich übrigens die Funktionäre, die mehr als einen Verein mit NetXP-Verein machen. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Schauen Sie, ich habe jetzt für den ersten Verein ein Backup mit der Vereins-ID 947 und für den zweiten mit 1105 genauso. Mhm. Also ich kann da Tausende machen, also das ist völlig wurscht. Okay, nochmal Fragen? Erstmal nicht.